So geglänzt haben die Planken tatsächlich lange nicht mehr. Auf den 900 Metern von Wasserturm bis Rathaus hat die Stadt so ziemlich alles neu gemacht, was geht. Das freut auch Juwelier Wolfgang Schlögel, der wie jeder andere unter den monatelangen Baustellen gelitten hat. Es gab Tage, da gab es so gut wie keinen Zugang zu uns in den Laden. Ich habe hier ein schönes Bild auf dem PC. Es war mehr oder weniger ein Schlossgraben um den Laden. Es hat nur noch das Wasser gefehlt. Immerhin blieb er weitgehend von Umsatzeinbußen verschont, viele andere nicht. Bei der offiziellen Vorstellung kursierten Zahlen, wonach manche Läden bis zu 50% weniger Umsatz erzielt haben. Sein Geschäft schließen musste aber laut der Verantwortlichen niemand. Am Wochenende strömen die Menschen aus der gesamten Region hierher, um hier einzukaufen. Und das bedingt natürlich, dass wir sehr positive Zahlen hier auch schreiben. Und wer das auf die Dauer sicherstellen will, der musste natürlich auch für die Erneuerung der Planken etwas leisten. Und deswegen haben wir da einen hohen Millionenbetrag eingestellt, um dann auch für die Zukunft aufgestellt zu sein. Genauer gesagt sind 30 Millionen Euro für die Umgestaltung veranschlagt gewesen. Quast geht davon aus, dass sie eingehalten werden, aber... Wir sind da auf einem guten Weg, aber ich will die Punktlandung da jetzt nicht verkünden, weil ich die Zahlen im Ergebnis noch nicht kenne. 6 neue Haltestellen, 24 energiesparende Lampen, 27 schönere Sitzbänke und 45 neue Abfallbehälter kosten eben. Nicht zu vergessen die neue Infrastruktur, sowohl im Untergrund mit Rohren und Kabeln, als auch oberirdisch. Die Bahnen fahren ruhiger, weil die Gleise erneuert wurden und elastisch gebettet sind. Vorher war es schon härter, auch lauter. Wir sind sehr froh, dass es fertig geworden ist und jetzt auch die umliegenden Bereiche, sodass es insgesamt so schön aussieht. Die flanierenden Freuds, vor allem bei den Jüngeren, kommt die neue Meile an. Ich finde, hier sieht es ein bisschen aus wie in Frankfurt. Also gut oder schlecht? Ja, gut. Also es ist schön modern, mehr schöne Läden. Sieht schon ziemlich offen aus und ich finde auch, dass es gut ist, dass sie hier helle Steine gewählt haben. Ja, also die Steine sind eigentlich ganz gut, nur sehr unpflegeleicht, sagen wir mal. Also sie sind schnell dreckig, aber es sieht alles sehr einladender aus wie vorher. Unser Schnelltest zeigt, ja, helle Steine haben auch Nachteile, aber an vielem sind nicht die Steine schuld. Wenn man auf den Boden guckt, ne? Sind jetzt eigentlich frisch gemacht, die Fliesen aber schon wieder mit Zigaretten, Kippen und so weiter. Die allerbeste Lösung ist, wenn die Leute ein bisschen aufpassen, nicht alles auf den Boden werfen und selber dafür sorgen, dass die Planken ordentlich bleiben. Darüber würde sich auch Wolfgang Schlögel sicher freuen. Er plant zur Eröffnung an diesem Wochenende etwas Besonderes. Konkret werden wir ca. 20.000 Süßigkeiten verteilen mit einem Candywagen, den wir da uns organisiert haben, und freuen uns drauf. Wenn dann auch noch alle Verpackungen den Weg in die neuen Mülleimer statt auf den Boden finden, werden die Mannheimer Planken sicher lange eine der schönsten Einkaufsstraßen der Region bleiben. Und wir sprechen jetzt live mit meinem Kollegen Sven Marcinkowski. Der steht nämlich mitten auf den frisch renovierten Planken. Sven, also kein Baulärm mehr, das ist eine Erleichterung für alle, oder? Ja, es ist eine totale Erleichterung für alle. Bei mir ist Lutz Pauls, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim City e.V. Herr Pauls, wie schwierig war denn diese Baumaßnahmensituation für die Gewerbetreibenden hier? Es war schon sehr hart und anstrengend gewesen, diese 3 Jahre insgesamt zu überstehen. Wobei in erster Linie es um das erste und vor allem das zweite Jahr ging. Denn das hat ja nicht dem entsprochen, was vorher gesagt wurde, dass immer so sukzessive in Abständen gebaut wird, sondern es war ja totale Baustelle. Und das war das, was die große Herausforderung für alle Beteiligten gewesen ist. Insbesondere auch die Händler, weil die Umsätze und die Frequenz total in den Keller gegangen sind. Wir haben es gerade in der Matz schon gehört. Es gibt ja auch ein paar Leerstände, das muss man ehrlich sagen. In der Pressekonferenz wurde gesagt, die seien aber nicht durch die Baumaßnahmen entstanden. Stimmt das? Das stimmt. Das sind die ganz normalen Wechsel. Wir haben vor uns ein Geschäft, einen Schuhladen, ehemaligen, der jetzt ein Eisladen wird. Wir haben die ÖV-Passage, die klar war, die eigentlich die ganze Zeit schon darauf warten, dass sie umbauen können. Also man muss sagen, dass allen Unkenrufen zum Trotz sind alle geblieben. Sozusagen. Das war fast eine Überraschung, weil es bei einigen wirklich sehr knapp gewesen ist. Wenn man jetzt mal auf das Gesamtergebnis schaut, eine Einkaufsstraße ist ja für eine große Stadt, auch für Mannheim, auch immer eine Visitenkarte. Ist das hier eine Visitenkarte, die Sie sich gerne ins Portemonnaie stecken würden? Ja, das ist die Basis. Ist die Frage, was wir jetzt draus machen, weil es muss bespielt werden hier. Weil wir wissen, in der Konkurrenz zum Internet, wir müssen die Aufenthaltsqualität verbessern, das heißt also auch bespielen. Das ist ja nur die Infrastruktur, die geschaffen wird, die ist prima. Und jetzt hängt es davon ab, was hier passiert.
Vielleicht noch ein ganz kleiner Ausblick jetzt aufs Wochenende. Es stehen ja viele Feierlichkeiten hier auf den Planken an. Was erwartet die Gäste? Am Samstag feiern die Planken und am Sonntag die ganze Stadt. Musikalisch mit rund 30 Gruppen, die in den Häusern spielen, auf den Straßen, auf den Plätzen, überall. Und kulinarisch vor allen Dingen auch viele mitmachen. Also es ist viel los. Jetzt gleich um 19 Uhr ist die offizielle Veranstaltung. Herr Pauls ist eingeladen, ich noch nicht. Aber ich probiere mich mal dazu zu schmuggeln. Zurück zu dir, Sarina.